Wenn jemand nach kontinuierlichem Engagement und geleisteter Arbeit in den wohlverdienten Ruhestand geht, gehört eine gebührende Verabschiedung dazu. Alexander Baden hat als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz dem Handwerk in den vergangenen 10 Jahren zu hohem Ansehen verholfen und mit dem Koblenzer Modell bundesweit einen einmaligen Weg eingeschlagen, der Schule gemacht hat. Er hat sich für den Erhalt der Meisterprüfungspflicht eingesetzt und mit dem Meisterbonus dem Handwerk im Land den Rücken gestärkt. Er selbst blickt auf die Zeit sehr zufrieden zurück, freut sich nun aber auch zurück in seine Heimat zu gehen. Ich gehe gerne in die Pfalz zurück und bin froh darüber, dass auch die Rheinländer sich von einem Pfälzer haben mal ein bisschen führen lassen. Das Wichtigste, was wir in Koblenz hier gemacht haben, kann man intern neu strukturiert und vor allen Dingen das Haushaltssystem so gestaltet, dass es gerichtsfest geworden ist und dass es von den Menschen akzeptiert wird, auch von den Kammerkritikern. Zu der Verabschiedung Alexander Badens waren Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gekommen, um auf seine Arbeit zurückzublicken und ihm zu danken. Mit dem Amtswechsel tritt er nun den Ruhestand an und hat für den neuen Lebensabschnitt schon einige Pläne. Ausspannen, Adrenalin runterschrauben und oder Adrenalin durch, halt durch Sport nach oben bringen, nicht mehr durch Attacken oder sonst irgendwas. Aber ich hatte die letzten Jahre hier wirklich auch eine schöne Zeit, deshalb... Ja, man geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Das stimmt schon. Bereits im November 2017 hatte die Handwerkskammer Koblenz Ralf Hellrich zum zukünftigen Hauptgeschäftsführer gewählt. Alexander Baden hat seinen Nachfolger in der letzten Zeit natürlich gut auf den Amtswechsel vorbereitet, ihn eingearbeitet und sieht die Handwerkskammer mit der neuen Führung nun mehr als gut aufgestellt. Mit einem sehr, sehr guten Gefühl. Ich glaube, dass er es noch besser machen kann als ich. Ein großes Lob, das Alexander Baden da ausspricht. Doch wenn man Ralf Hellrich dann so reden hört, da weiß man, da kommt jemand, der den Laden mindestens genauso gut im Griff haben wird. Ich sag mal, ich war 10 Jahre in der Handwerkskammer der Pfalz in der gleichen Funktion. Also grundsätzlich kenne ich das Handwerk und seine Bedürfnisse. Ich war vorher auch schon bei einer Kreishandwerkerschaft, habe dort Dienst geleistet. Und der Weg hierher ist eigentlich ein Weg in den nächstgrößere Stufe, muss man sagen. Und führt dazu, dass ich, sag mal, glaube, einen größeren Hebel zu haben, um die Interessen des Handwerks umsetzen zu können. Und auch, sagen wir mal, das Handwerk noch ein Stück weiter in den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken. Auch in der Region, in Koblenz. Klingt nach einem Plan. Konkret wird der neue Hauptgeschäftsführer der HWK Koblenz dann in Bezug auf die Baustellen, die er angehen möchte. Ja, sicherlich. Also was kammerintern ist, ist die Digitalisierung der Handwerkskammer selbst. Also das ist ja etwas, was das Handwerk generell beschäftigt, so auch eben die Verwaltung. Wir haben sicherlich einen Neubau vor der Brust hier bei der Handwerkskammer Koblenz, was die Verwaltung angeht. Und man muss natürlich sagen, wir haben ein Problem mit dem Nachwuchs beim Handwerk generell. Und das sind, glaube ich, die größten Baustellen, sich um den Handwuchs zu kümmern, um den Nachwuchs zu kümmern, um die Digitalisierung zu kümmern, um dann, sagen wir mal, dem Handwerk auch noch die Kräfte und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit es auch morgen noch zupacken können. Zupacken wird er in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Handwerkskammer Koblenz. Auch Kurt Krautscheid freut sich über einen neuen Partner, mit dem man für das Handwerk Gas geben kann. Wir kennen uns schon ein bisschen länger durch die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz, wo er Geschäftsführer war und ich der Sprecher. Heißt also, seit 3 Jahren machen wir sowieso schon ein bisschen gemeinsamen Weg. Und umso mehr war für mich die Freude groß, dass wir den Ralf Hellrich nach Koblenz holen konnten, weil ich weiß, dass er ein ganz toller Mensch ist, ein toller Arbeiter und er wird unserem Haus gut tun. Da freuen wir uns drauf. Nach langer Zusammenarbeit hat Kurt Krautscheid Alexander Baden aber nicht gehen lassen, ohne etwas Besonderes zum Abschied zu organisieren. Ja, ganz spontan ist mir der Gedanke gekommen, was schenkt mit einem Axel Baden, der wirklich alles hat, außer sein Glück beim FCK erfunden. Und über einen Bekannten von mir, der aus Neustadt kommt, der hier in Koblenz wohnt und der eine sehr, sehr gute Beziehung nach Kaiserslautern hat. Dann habe ich ihn angerufen, eigentlich vor 2 Tagen erst, und habe gesagt, Norbert, hör mal, wie können wir das regeln? Und hat er wirklich auf den Weg gebracht. Konnte leider nicht in der Hauptveranstaltung gemacht werden, weil der Olaf Marschall nach Berlin muss. Und dann hat er jetzt so eingefädelt, dass er auf dem Weg nach Berlin hier anhält und sich die Zeit nimmt, unserem scheidenden Hauptgeschäftsführer im Trikot von den Spielern des FC Kaiserslautern zu bringen. Gesagt, getan, und dafür hat der Fußballer natürlich gern den Weg auf sich genommen. Er hat mich angerufen, ob ich das machen kann, weil er laut reißt. Fan. Und wie lange Verein? 15 Jahre. 15 Jahre. Und ich habe gesagt, kein Thema, ich komme vorbei, wenn ich Zeit habe. Und das hat sich so ergeben, das haben wir so gelegt, dass es funktioniert, und dann hat es doch ganz gut geklappt.
Ein tolles Geschenk zum Abschied und geklärte Verhältnisse in der Handwerkskammer in Koblenz. Alexander Baden geht zwar zurück in die Pfalz, ist aber trotzdem nicht aus der Welt, wie er immer wieder betonte. Und die Handwerkskammer Koblenz erfährt nun einen frischen Wind, der ja bekanntlich auch immer mal ganz gut tut.